Nein, das war kein guter Tag für den DAX, minus 1,5% und auch nicht für Robert Habeck, der jetzt sich mit der nächsten Krise konfrontiert sieht. Volkswagen, dann BMW, jetzt auch Mercedes. Wird Deutschland zu einer Art Industriemuseum? Die Gefahr ist real und vor allem für Robert Habeck ein Problem. Die Amerikaner werden jetzt wahrscheinlich massiv ihre Atomkraftwerke wieder nach oben fahren. Warum? Weil KI und die Datacenter, die hier gebaut werden sollen, so viel Energie, so viel Strom verbrauchen, dass das gar nicht anders mehr geht, während wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben und so ein bisschen gegen den Trend agieren, der weltweit derzeit der Fall ist. Also wer ist der Geisterfahrer? Das ist die große Frage. Und warum alles mit allem zusammenhängt, das will ich in diesem Video kurz zeigen. Hier sehen wir den DAX, minus 1,5%, gestern noch ein neues Allzeithoch, über 19.000 Punkte. Aber Mercedes bricht ein, Autobauer senkt Prognose, Schlag für die deutsche Industrie, der nächste Schlag für die deutsche Industrie. Und der Schlag für Robert Habeck besteht darin, dass Constellation Energy wohl Three Mile Island wieder rauffährt, diese Atomkraftanlage. Und wenn man sich mal vorstellt, was da für ein Strombedarf ist, wenn diese ganzen Datencenter gebaut werden, da ist die Rede alleine bei Oracle von 95 Datacenter über die nächsten 12 Monate. Dafür braucht man mindestens 65 Gigawatt an Leistung. Das wäre so, als würden die Amerikaner 30% mehr Häuser haben, also der Bedarf, der sozusagen durch fast ein Drittel mehr an Immobilien und deren Energieverbrauch besteht. Und das sind sehr konservative Schätzungen. Wir werden gleich sehen, dass die wahrscheinlich sogar deutlich untertrieben sind. Nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, was hier beim Economist zu lesen ist, die Kosten, die anfallen, wenn du KI-Modelle trainierst, die steigen exorbitant. Die sind derzeit etwa, wenn du ein größeres Modell trainierst, bei 100 Millionen Dollar. Die nächste Generation, etwa durch den Chip von Nvidia, dürfte das Ganze schon mal auf 1 Milliarde Dollar treiben und dann dürften die Kosten weiter nochmal um den Faktor 10 steigen. Also es wird immer teurer. Die Kosten gehen massiv nach oben, weil der Aufwand an Energie vor allem so stark nach oben geht. Deswegen ist billige Energie das Nonplusultra und das Sine qua non eben für diese Tech-Euphorie, kann man sagen, jenseits der Frage, ob das jemals wieder reingespielt werden kann. Durch welche Anwendungen wird diese massive Kostenstruktur wieder refinanziert? Das ist die ganz große Frage, aber sei es drum, wir sehen jedenfalls, dass der neue KI-Trade, das ist, was Bloomberg hier als Power US America definiert. Also praktisch alle Werte, die von gestiegenem Strombedarf, alle Aktien, die von gestiegenem Strombedarf profitieren würde. Und der Trend geht offenkundig hin zu Mini-Nuclear Plants, also so Mini-Atomkraftanlagen. Da hat Rolls-Royce jetzt einen Auftrag bekommen von Tschechien. Also wir sehen, da ist durchaus was in der Mache. Aber kommen wir nochmal zurück zu Robert Habeck. Wo ist das Problem? Ich glaube, der Robert ist ja ein total sympathischer Typ und er glaubt an das, was er sagt. Und er hält das wirklich für eine richtige Geschichte. Das Problem ist, jetzt hat Robert Habeck zum Beispiel gewarnt bei VW, dass VW besser sich nicht wieder auf einen Zickzackkurs einlassen solle bei E-Autos. Mit anderen Worten, VW soll komplett auf E-Autos setzen. Also Robert Habeck setzt die Politik und nicht der Markt, gibt das Signal, was eigentlich gebraucht wird. Wir sehen ja hier die Absätze in Deutschland alleine minus 67% zum Vorjahr. Monat. Also das ist jetzt ein bisschen unschick und jetzt ist das eigentliche Thema, dass Robert Habeck sozusagen nach einer bestimmten Wirtschaftstheorie handelt und diese Wirtschaftstheorie, die stammt von Mariana Mazzucato, eine Italienerin, die dann mit ihren Eltern ausgewandert ist in die USA, eine Wirtschaftsprofessorin, die sagt, also es muss einen starken Staat geben, der die Wirtschaft lenkt, weil die ganz großen Innovationen wie das Internet nur durch eine Finanzierung des Staates möglich geworden ist. Also sie fordert den starken Staat, der praktisch die Wirtschaft lenkt und der Wirtschaft vorgibt, wohin sie geht und der das Ganze auch dann finanziert. Und es ist sicherlich kein Zufall,
dass Robert Habeck jetzt versucht, wieder Steuermittel einzusetzen, um VW zu helfen. Aber was ist das große Problem eben dieser Wirtschaftstheorie? Die geht nämlich davon aus, dass die Wirtschaft ja nur kurzfristige Profitinteressen hat, während eben Politiker ja das Wohl des Landes im Blick haben, deswegen weiterdenken müssen, strategischer denken müssen. Das Problem ist, dass die Realität halt anders aussieht, wie Rainer Zittelmann hier sieht und sagt, denn die Realität sieht so aus, dass die natürlich versuchen, die nächste Wahl zu gewinnen und irgendwie eben sich da durchzuwursteln. Und wir sehen ja, wie viele industriepolitische, staatliche Dinge hier schon gescheitert sind. Und vor allem das Entscheidende ist, wenn du als Unternehmen scheiterst, dann bist du weg vom Markt. Und wenn du als Staat scheiterst, dann nimmst du einfach noch mehr Geld in die Hand, also nimmst du noch mehr Steuergelder in die Hand und versuchst dein Scheitern zu kaschieren und machst damit das Scheitern letztendlich immer größer. Das ist das eigentliche Problem und das wird jetzt auch für den deutschen Staat ein riesiges Problem, denn das Budget der Koalition, also der Haushalt, die Haushaltsplanung genauer gesagt, die rechnet ja mit Wirtschaftswachstum, rechnet mit dem Wachstum von neuen Stellen und da hat man mal vorsorglich 6 Milliarden Euro eingeplant für dieses kommende Wachstum. Wenn jetzt aber die Krise bei den Autobauern, die ja der Faktor schlechthin mit der größte Faktor sind, an Arbeitsplätzen, an Steuereinnahmen in Deutschland und auch in Europa insgesamt, wenn das wegbricht, dann wird sofort eine riesige Lücke im Haushalt sich auftun. Das wird ein Riesenthema werden. Und das in einer Situation, wo wir sehen, dass die staatsnahen Sektoren immer mehr zulegen an Beschäftigten, während eben diejenigen, die produzieren, die etwas schaffen, was dann sozusagen dem Staat auch an Einnahmen durch Steuern zukommt, die werden immer weniger. Und das betrifft dann vor allem eben solche Bereiche wie Gesundheitswesen, Pflege, Soziales, öffentlicher Dienst, Erziehung und Unterricht, alles wichtig, gar keine Frage und zentral. Aber wir sehen eben, dass auf der anderen Seite ganz unten steht verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Vorleistungsgütern, Baugewerbe und so weiter und so fort. Also uns bricht so ein bisschen die industrielle Basis weg und wir gehen in Bereiche, die natürlich teilweise wichtig sind. Aber ob wir wirklich die öffentliche Verwaltung so stark aufbauen müssen, das wage ich mal zu bezweifeln. Zumal das ohnehin passiert. Schauen Sie sich mal die Ministerien an. Da ist ja dieses Ministerium für Wirtschaft und Klima zusammengelegt worden. Habeck hat eine riesige Mannschaft an Leuten mitgenommen, die von Wirtschaft null Ahnung haben. Sven Giegold und wie sie alle heißen. Sodass eben das Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck am stärksten gewachsen ist. Wir sehen hier den Stellenzuwachs in Ministerien. Der reicht von 9,9% bis eben 54,4%. Und jetzt kann man sagen, naja, aber es ist doch alles für die gute Sache, nämlich für die CO2-Emissionen und Klima. Und ist so alles richtig. Nur sehen wir ja, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch etwa die Europäische Union und so weiter und so fort, das tendiert alles schon nach unten, was die CO2-Emissionen betrifft. Das heißt, das wird ja schon weniger. Das Einzige, wo das noch nicht der Fall ist, ist China. Und wenn wir uns übergeordnet mal angucken, was auf uns zukommt, wie viele Menschen also in welchem Land leben werden bereits im Jahr 2100, dann sehen wir, während Deutschland noch 1950 unter einer der bevölkerungsreichsten Staaten war, sind wir schon 2020 da komplett rausgefallen und 2100 wird kein europäisches Land überhaupt noch da eine Rolle spielen in Sachen Bevölkerung. Indien, China, Pakistan, Nigeria, Kongo, dann erst die Vereinigten Staaten, Äthiopien, Indonesien, Tansania, Bangladesch. Also das zeigt, dass wir ja ohnehin offenkundig irrelevanter werden. Aber wir glauben ja auf der anderen Seite, oder Robert Habeck glaubt und sagt ja auch, naja, wenn wir es schaffen mit dieser CO2-Freiheit, dann wird die Welt sehen, man kann es schaffen. Aber wenn ich jetzt etwa aus dem Kongo stamme, dann bin ich erstmal schon froh, wenn ich Strom habe. Und dann ist mir das egal, mehr oder weniger, ob das CO2 verbraucht oder nicht. Ich will erstmal so ein bisschen Qualität in mein Leben kriegen, Lebensqualität erreichen. Also das wird sozusagen eine Quantité negligible, was die westlichen Länder betrifft, vor allem die europäischen Länder. Und hier sehen wir, was Rainer Zittelmann auch hier nochmal sagt. Es gibt ja eine Analyse jetzt praktisch,
einer großen Unternehmensberatung, die sagt, also die Kosten in Deutschland zwischen 2023 und 2035 für diese Energiewende dürften sich auf 1,2 Billionen Euro belaufen. Und wir sehen übrigens auch, dass in Relation zum BIP eben das CO2-Verbrauch deutlich nach unten geht in allen Ländern, selbst in China. Also wir sind schon auf einem Weg. Das ist durchaus der Fall. Und was halt passieren kann, wenn wir so weitermachen, da sehen wir hier rechts einen Volkswagen und einen amerikanischen Truck, dass wir also immer abgehängter werden, dann auch dieser Vorschlag Produktion nach Wetterlage. Also ist ja an sich eine vernünftige Idee zu sagen, gut, wenn wir jetzt viel Strom haben, dann macht es Sinn zu produzieren, nur ist das eben in der industriellen Realität kaum abzubilden, das ist das Problem. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum DAX kommen, dann hat ja mein zweitbester Freund Marcello Fracciarino wieder super schlaue Sachen gesagt. Er sagt, ja, also hier, gestern der DAX Allzeithoch, das sei mit der Realwirtschaft überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und er geht also davon aus, dass das überhaupt keinen Sinn macht, und da ist ein bisschen was dran, aber eben nicht allzu viel, denn es ist schlichtweg so, dass wir eben die Situation haben, dass die Assetpreise steigen, ob jetzt die Wirtschaft steigt oder nicht, das haben wir in Corona gesehen, das heißt, die Börse funktioniert nach anderen Mechanismen, aber gleichzeitig glaubt Marcel Fratscher, dass wenn das die Blase, wie er es bezeichnet, platzt, dass das überhaupt nichts ausmacht, weil das trifft ja dann nur die Vermögenden. Und da würde ich entgegenhalten, wenn die Aktienmärkte massiv korrigieren, dann gibt es eine fette Rezession. Das ist in den USA besonders so, das wäre aber auch in Deutschland so, denn wenn das passiert, dann ziehen ausländische Investoren ihre Gelder aus Deutschland ab. Die sind ja letztendlich zu, glaube ich, über 60% die Inhaber der DAX-Unternehmen. Also das ist ein Faktor. Jetzt haben wir am Wochenende die Wahl in Brandenburg, die für die Ampel nochmal das nächste Desaster zu werden droht, nachdem die AfD hier in Umfang knapp vor der SPD liegt. Der aktuelle Ministerpräsident hat schon gesagt, also wenn ich nicht stärkste Partei werde, trete ich zurück. Und Tesla könnte ein wichtiger Faktor werden, denn da hat sich ja eine seltsame Allianz gebildet zwischen AfD und Linken, die eben dieses Tesla-Werk ablehnen, während SPD und Grüne das Ganze sehr stark forciert haben. Vor allem bei Grünen ist das nicht unumstritten, also das nur nochmal am Rande. Aber hier nochmal der Hinweis auf dieses inaktive Atomkraftwerk Three Mile Islands, das den schlimmsten Unfall in der Atomgeschichte der USA hatte. Dazu hier gleich noch mehr Informationen in diesem Artikel, den Sie gerne teilen. Und vor allem möchte ich verweisen auf den zweiten Teil. Da wollen wir uns mal anschauen, was in den USA los ist und in China und warum die Dinge richtig spannend werden in nächster Zeit. Also Teil 2 unten wieder verlinkt und die Artikelempfehlung. Wir sehen uns gleich. Bis Servus. Ciao.